ARD. Nach dem Brückeneinsturz in Dresden, wie sicher sind die Brücken in Deutschland? Bedarf an Schulpsychologen wächst, wie wir an den Schulen aufgestellt sind. Sollten wir Strafe zahlen, wenn wir einen Arzttermin nicht absagen? Was dafür und was dagegen spricht? 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Ja, heute ist Donnerstag, der 12. September. Für euch am Mikrofon Magdalena Bienert in Berlin und Lars Sänger. Ich sitze in Erfurt. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Und wir gucken heute Morgen nach Dresden. Mittwochnacht ist ja dort die Carola-Brücke zum Teil in die Elbe gestürzt. Also einfach abgeknickt auf 100 Metern Länge. Liegen da jetzt Betonteile, Straßenbahnschienen, alles im Flussbett. Ja, die Carola-Brücke, viele von euch kennen die vielleicht nicht, damit ihr die euch besser vorstellen könnt. Das ist eine von vier Brücken über die Elbe in der Stadt. Ganz in der Nähe ist auch die berühmte Dresdner Frauenkirche. Die kennt ihr vielleicht. Viele kennen die Brücke vielleicht auch von den Open-Air-Konzerten im Sommer. Roland Kaiser zum Beispiel ist da immer mit der Kaisermania auf der Brücke, verfolgen dann immer viele, viele Fans, die keine Tickets haben, die Konzerte. Aber jetzt mal unabhängig davon, für viele Dresdnerinnen und Dresdner gehört diese Brücke ganz einfach zum Alltag dazu. Die Schlagzeile Carola-Brücke eingestürzt, irre, Wahnsinn. Ist wie, als wenn die Frauenkirche eingestürzt wäre. Das ist schon irgendwie erschreckend, so das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so ein Bild in Dresden zu sehen. Ja, die Dresdnerinnen und Dresdner sind schockiert über den Einsturz der Carola-Brücke. Und klar, auch wenn man da nicht wohnt, stellt sich vielleicht unweigerlich die Frage, kann das überall in Deutschland passieren, dass plötzlich eine Brücke einfach so einstürzt? Vielleicht auch in meiner Stadt? Also in Dresden haben sie wahnsinniges Glück gehabt. Auf dem Teilstück, das eingestürzt ist, sind Straßenbahnen unterwegs. Es gibt da auch einen Rad- und einen Fußweg. Aber als die Brücke nachts einstürzte, war Gott sei Dank niemand unterwegs, obwohl die Tram gerade noch wenige Minuten vorher da lang gefahren war. Das ist wirklich die Kernfrage, ne? Drängt sich ja irgendwie auch auf, kann sowas überhaupt überall passieren und wieso überhaupt ist das nicht aufgefallen? Denn Brücken müssen ja regelmäßig kontrolliert werden, egal ob es jetzt sich um Autobahnbrücken handelt, um Eisenbahnbrücken der Deutschen Bahn oder eben wie in Dresden um eine Brücke mitten in der Stadt. Heinrich Böckamp, der ist Prüfingenieur für Baustatik und er beschäftigt sich eben auch mit Brückenprüfungen. Er sagt, eine Brücke wird alle 3 Jahre geprüft, wenn Auffälligkeiten auftreten, dann auch häufiger. Wir können natürlich von außen mit Mama klopfen, ob da Hohlstellen sind. Wir können gucken, ob sich die Verformung verändert hat, ob Rissbildungen stärker aufgetreten sind. Aber dann hört es halt auf. Wir können eine Diagnose stellen, nur wann es wirklich tatsächlich zu Ende ist, ist ganz schwer exakt vorherzusagen. Und bei all diesen Kontrollen, von denen Prüfingenieur Böckamp da spricht, werden natürlich auch Schäden festgestellt. Also die Deutsche Bahn sagt, dass 1.000 ihrer 25.000 Brücken komplett ersetzt werden müssen. Trotz dieser Schäden seien die aber sicher, weil sonst wären sie natürlich nicht mehr für den Betrieb zugelassen, sagt die Bahn. Ja, genau. Großes Thema sind ja häufiger auch schon die Autobahnbrücken hier bei uns in Deutschland gewesen. Für die ist das Bundesverkehrsministerium zuständig. Und das sagt, in Deutschland sind 8.000 Autobahnbrücken sanierungsbedürftig. Bei der Reihenfolge, welche wann saniert wird, spielt übrigens auch eine Rolle, bei welchen Brücken besonders viele Schäden festgestellt worden sind, klar. Ja, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat vor 2 Jahren angekündigt, dass ab 2026 pro Jahr 400 Brücken saniert werden sollen. Ja, der Bundesrechnungshof hat aber die Pläne kontrolliert und sagt, das ist überhaupt nicht möglich. Der Autobahn GmbH, die ist ja für die Planung zuständig, der fehle das Personal, um so viele mehr Brücken zu sanieren. Oft wird in dem Fall bei Brücken dann einfach ein Tempolimit eingeführt und der Verkehr eingeschränkt, damit die noch weiter befahren werden können, bevor sie endlich saniert werden. Also das Bundesverkehrsministerium sagt auch dazu, insgesamt sind die Brücken in Deutschland auch sicher, muss man sich keine Sorgen machen. Allerdings muss man eben auch sagen, Brücken in kommunaler Verantwortung haben einen hohen Sanierungsbedarf, also Brücken, für die Städte und Gemeinden zuständig sind. Auch die Carola-Brücke in Dresden hatte den, nämlich 2 ihrer Brückenzüge wurden in den vergangenen Jahren auch schon mal modernisiert. Eingestürzt ist jetzt aber eben der dritte Teil, der, und das ist irgendwie, ich will gar nicht sagen Ironie des Schicksals, aber nächstes Jahr angeblich saniert werden sollte. Holger Kalbe ist Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbauwerke bei der Stadt Dresden und auch für das eingestürzte Teilstück der Carola-Brücke verantwortlich. Das ist ein Risiko, mit dem wir uns seit vielen Jahren auseinandersetzen, dass der Zustand im Zug C so schlimm ist, dass es zum Einbruch gekommen ist. Das war nicht voraussehbar. Ja, in Dresden muss jetzt natürlich geklärt werden, was genau die Ursache für den Einsturz war. Die Stadt sagt, dass die Brücke regelmäßig kontrolliert worden sei. Also bis auf Weiteres ist sie natürlich erstmal geschlossen.
Unsere Kurznachrichten. Wenn heute um 11 Uhr euer Handy unüblich schrill und laut klingelt, keine Panik, heute ist wieder bundesweiter Warntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe löst dazu eine Probewarnung aus. Informiert und gewarnt wird zum Beispiel per Smartphone, übers Radio und auch auf digitalen Anzeigetafeln. Luke Mockridge hat den Start seiner Comedy-Tour abgesagt. Wegen der großen Kritik an seinen Witzen über Menschen mit Behinderungen, die er im Podcast Die Deutschen gemacht hatte. Die für heute und morgen geplanten Auftritte entfallen. Ob weitere betroffen sind, ist noch nicht ganz klar. Gestern Abend haben sich außerdem zum ersten Mal die Podcast-Hosts zur Kritik geäußert. Sie finden sie überzogen und kritisieren eine vermeintliche Cancel-Culture, bitten aber auch Menschen mit Behinderung um Entschuldigung. Im Süden von Deutschland und in unseren Nachbarländern soll es ab heute sehr viel regnen. Es drohen bis übers Wochenende massive Hochwasser und Überschwemmungen, vor allem am bayerischen Alpenrand sowie in Niederösterreich und im Grenzgebiet zwischen Polen und Tschechien. Hier könnten bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter bis Anfang kommender Woche fallen. Heute Nacht sind in New York die MTV Video Music Awards vergeben worden. Taylor Swift konnte 7 der 12 Nominierungen abräumen und ist damit Rekordhalterin dieses Preises. Rapper Post Malone bekam 5 Trophäen, Sabrina Carpenter gewann mit Espresso den Song des Jahres und Chappell Roan ist Newcomerin des Jahres. Es war das 40. Jubiläum des Musikpreises. Ja, viele, die uns jetzt zuhören, kennen das vielleicht. Die Tochter oder der Sohn kommen von der Schule nach Hause und irgendwas ist komisch. Stimmung schlecht, Tür geknallt. Kommt ja alles mal vor. Und dann kann man das durchaus auch mal auf die Pubertät oder wie es dann immer so schön heißt, auf eine blöde Phase schieben. Aber manchmal steckt eben auch mehr dahinter und dann ist guter Rat gefragt. Ja, und während wir hier sprechen, treffen sich Schulpsychologen aus ganz Deutschland in Hamburg zu ihrem jährlichen Bundeskongress. Und am Ende werden sie wahrscheinlich Alarm schlagen. Die zentrale Erkenntnis zeichnet sich nämlich schon ab. Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland zeigen große Konzentrationsprobleme und haben verstärkt Ängste, zum Beispiel vor der Zukunft. Das hat eine Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung ergeben. Und besonders besorgniserregend, fast die Hälfte der befragten Lehrkräfte sagt, an meiner Schule gibt's Probleme mit körperlicher und psychischer Gewalt. Ja, das zeigt eigentlich schon, wie wichtig die Arbeit von Schulpsychologen ist. Aber dafür braucht sie eben auch Zeit und Raum. Das Problem ist, momentan muss jeder Schulpsychologe im Schnitt 5000 Schüler und 300 Lehrkräfte betreuen. Das ist natürlich alles andere als ein guter Betreuungsschlüssel. Absolut. Also die Gründe, warum es Schulpsychologen braucht, sind natürlich total unterschiedlich. Also das reicht von der klassischen Prüfungsangst bis zum Leistungsdruck von zu Hause. Und dazu kommen dann noch die sozialen Umstände in der Schule. Mobbing durch Mitschüler, schlechtes Verhältnis zu den Lehrkräften und sowas alles. Das kann natürlich zu Stress, zu Depression, sogar bis hin zu Suizidgedanken reichen. Sabine Dilbert ist Schulleiterin einer Realschule in Mülheim an der Ruhr und auch sie kennt das Problem. 2 Schülerinnen, die ganz klar sagen, wir haben Angst, in die Schule zu kommen. Uns fällt schon der Weg alleine zur Schule sehr schwer. Wir schaffen das nicht, weil wir Panikattacken kriegen. Wir fühlen uns in der Klasse nicht wohl. Wir haben Angst vor den Mitschülern. Die Klassen sind halt sehr groß. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass es viele Gründe geben kann, aber besonders zugespitzt hat sich die Lage seit der Corona-Pandemie. Seitdem haben psychische Probleme spürbar zugenommen, jedenfalls erzählt Dr. Jana Schrage. Sie ist die Leiterin der psychologischen Beratungsstelle in Remscheid und sie betont, dass schulpsychologische Angebote nicht nur für Schüler wichtig sind, sondern eben auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Sicher haben auch die Lehrkräfte unter dieser ständigen Unbeständigkeit der Pandemie sehr gelitten. Also man darf ja auch nicht vergessen, Lehrkräfte sind auch häufig Eltern. Das heißt, die haben ja auch all das, was sie auch als Familie durchlebt haben, parallel zu ihrem Job noch durchlebt. Also das haben wir gelernt. Schulpsychologen kümmern sich nicht nur um Kinder, sondern auch um Lehrkräfte und übrigens auch um Eltern. Theoretisch können Schulpsychologen übrigens auch Einzelbetreuungen, Therapiestunden oder Hausbesuche anbieten. Aber na klar, dafür reicht eben die Zeit oft nicht aus, ne? Ja, tragisch. Also viel Arbeit für offenbar zu wenige Schulpsychologinnen und Psychologen im Land. Und ja, man könnte ja meinen, okay, es gibt ja noch anderes Personal an Schulen, das sich um die Probleme und Bedürfnisse der Kinder kümmern sollte. Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen zum Beispiel. Und das stimmt auch, aber die können natürlich auch nur sehr wenig auffangen. Ja, ein Beispiel liefert uns unser Hörer Noah Maurice Schmidt. Er hat uns sogar eine Sprachnachricht geschickt. Noah Maurice war Schulsprecher an einem Gymnasium in Stolberg im Erzgebirgkreis. Inzwischen ist er raus, er absolviert jetzt ein freiwilliges soziales Jahr. Und an seiner Schule, daran erinnert er sich noch, sollten Stellen für Schulsozialarbeiter gestrichen werden. Weil wir das an den Gymnasien ja nicht brauchen, da haben die ja keine Probleme. Das ist ja absoluter Quatsch.
Das wird immer als eine Sache gesehen, die braucht keiner, weil die Schule oder die Kinder allgemein haben ja keine mentalen Probleme, die haben ja keine Probleme, um die man sich kümmern muss. Und wenn man was ist, dann haben die ja noch ihre Eltern, die sich darum kümmern können. Aber das auch mal was mit den Eltern sein kann oder das auch mal was sein kann, wo die Eltern nicht weiterhelfen können oder wo die Kinder oder die Schüler nicht wollen, dass die Eltern das wissen, da denkt keiner dran. Wichtiger Punkt. In diesem Fall haben sich Eltern und Schülerrat dafür eingesetzt, dass die Stellen bleiben und so ist es dann zum Glück auch gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir in Thüringen ist so ein Facharzttermin quasi wie Goldstaub, schwer zu bekommen und wenn, dann meistens weit weg. Es ist in Berlin natürlich ähnlich. Manchmal erwischt man noch einen kurzfristig über eine App, wenn einem der Bezirk egal ist. Und es soll ja Menschen geben, vielleicht ist mir das auch schon mal passiert, die vergessen so einen Arzttermin, verschusseln die Tage oder so. Ja, und das könnte in diesem Falle bald richtig teuer werden. Magda, weißt du, meine Großmutter hat dann immer gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Das sieht offenbar auch Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, so. Der drückt es nur anders aus. Er sagt nämlich, wer seinen Arzttermin verpennt oder nicht absagt, der soll künftig eine Strafgebühr zahlen. Autsch, das schauen wir uns mal genauer an. Die Strafgebühr, die dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung vorschwebt, soll 40 Euro betragen. Diese Gebühr verlangen vereinzelt die Praxen auch schon. Und sollte jemand häufiger einen Arzttermin unentschuldigt verstreichen lassen, dann könnten sogar 100 Euro fällig werden. Eieiei. Ja, aber es gibt tatsächlich, wie es so oft eben ist, auch jetzt schon Kritik an diesem Vorschlag. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel, der lehnt ihn ab. Er sagt unter anderem, dass ausgefallene Termine die Ärzte ja sogar entlasten, weil die Praxen ohnehin überfüllt sind. Und die Stiftung Patientenschutz kritisiert, dass diese Strafgebühr nicht der Patient bezahlen soll, sondern dessen Krankenkasse. Na, die Stiftung argumentiert, damit würde man ja die Krankenkassen bestrafen, die das dann möglicherweise auf alle anderen Versicherten umlegen. Und damit würden dann auch diejenigen bestraft, die gar keine Termine verpennt haben. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie oft kommt es tatsächlich vor, dass wir mal einen Arzttermin einfach so verstreichen lassen, ohne abzusagen? Also es sind mehr als 5% aller Termine. Das hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung herausgefunden und ja, klingt vielleicht gar nicht so viel, aber aufs Jahr hochgerechnet sind es tatsächlich rund 28 Millionen Termine und in Mecklenburg-Vorpommern sollen es sogar wohl 10% aller Termine sein, die ohne Absage ausfallen. Ja, das nervt Patienten, die den Termin gern gehabt hätten und ihn wahrscheinlich auch wahrgenommen hätten. Das nervt aber auch die Ärzte, denn die sind ja streng genommen auch Unternehmer. Und jeder Patient, der nicht behandelt wird, weil er nicht kommt, der ist natürlich auch ein Patient weniger, der am Ende abgerechnet werden kann. Tobias Schuld ist Hals-Nasen-Ohrenarzt in Rostock und der macht das mal in Zahlen deutlich. Pro Tag kann man ruhig mit 200 bis 300 Euro rechnen. Und das hochgerechnet aufs ganze Monat oder ganze Quartal, wir rechnen ja in Quartalen, wird das dann schon relevant. Dabei ist ja Absagen eigentlich eine leichte Sache. Es gibt Apps, die ans Praxensystem angeschlossen sind. Oder meine Praxis hat ein ganz eigenes digitales Terminsystem. Also das ist ziemlich stressfrei und auch praktischer für uns, wenn man nicht erst irgendwie minutenlang am Telefon in der Warteschleife hängen muss. Eigentlich recht easy abzusagen. Genau, und zur Not tut es ja immer noch auch einen Anruf einfach durchklingen und sagen, es passt mir heute nicht, wie auch immer. Mhm. Aber es wird eben viel diskutiert über oder wegen dieses Vorschlages. Es bleibt wahrscheinlich auch noch eine Menge Luft dafür. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber um das vielleicht auch nochmal zu erwähnen, Strafen für verpasste Termine, das ist jetzt nichts Unübliches. Jetzt wird es gerade diskutiert für die Ärzte, aber in anderen Branchen ist das schon lange üblich. In der Gastronomie zum Beispiel. Es gibt Restaurants, die eine Strafgebühr erheben, wenn man zum Beispiel einen reservierten Tisch einfach verstreichen lässt. Ja, in München zum Beispiel gibt es ein Edelrestaurant und das nimmt 200 Euro pro Person, wenn man da nicht erscheint, obwohl man reserviert hat. Das ist wirklich happig. Ja, weil dann lieber essen gehen, aber wirklich. Also Restaurants haben natürlich oft das Problem, dass sie dann den Tisch kurzfristig nicht mehr besetzt bekommen und dann dieser Umsatz fehlt. Und ja, ich sag mal so, wenn wir uns verabreden und was dazwischen kommt, sagen wir ja auch kurz der Freundin Bescheid. Das ist ja nur wirklich kein Akt. Also bei allen anderen sollte es eigentlich auch so sein. So, deswegen Lars, ich mach's offiziell, für morgen sage ich dir an dieser Stelle hier leider ab. Wir hatten auch keine Strafgebühr ausgehandelt, Magda. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte dann wahrscheinlich eher so eine Schachtel Pralinen aufgerufen, kein Geld. Also du kannst beruhigt sein, akzeptiert, danke fürs Bescheid sagen, Magda. Edel von dir, ich bin aber morgen nochmal für euch alle, die uns jetzt hören, am Start. Dann zusammen mit einer neuen Kollegin, ihr dürft also gespannt sein, Annika Witzel wird dann hier sitzen und mit mir sprechen. Ich sage danke für heute, fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, wie ihr uns erreichen könnt. Das steht auch heute wieder für euch in den Folgenbeschreibungen. Macht's gut!
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.